Hallo meine Freunde und Pumper und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Wir haben heute ein recht spannendes Video für euch, denn wir befinden uns, so wie es aussieht, 3 Weeks out, beziehungsweise 4 Weeks out. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit durch den Tag nehmen, wie es aktuell so aussieht, denn wir haben letzte Woche unnormal angezogen und es war von Anfang an klar, aber es wird auf jeden Fall eher ein Sprint als ein Marathon. Also wir haben wirklich noch viel, viel Arbeit vor uns mit der Form, was ja auch zu erwarten war. Außerdem an dieser Stelle abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn so wie es aussieht, wir haben heute Montag, sind wir am Freitag zu Gast bei einer Bodybuilding-Legende. Wir versuchen da auch ein kleines Video abzudrehen, wenn jetzt halt irgendwie die Welt untergeht oder man sich alle Beine bricht oder so, sollte das eigentlich stattfinden und dann dementsprechend am Wochenende ein mega Video für euch am Start haben. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. I'm sicker, faster, bigger, better. I'm sicker, faster, bigger, better. I'm sicker, faster, bigger, better. I'm sicker, sicker, fast, fast, bigger, bigger, better, better. I'm sicker, faster, bigger, better. It's so unfair, but I don't care. I pray for this, I train for this. I slayed in every straight, cause I was made for this. Ja, wie sieht aktuell so die Morning-Routine aus? Also wir haben aktuell ein sehr, sehr strammes Programm. Jeden Morgen, ganz egal eigentlich, ob ich jetzt ganz früh morgens arbeite oder spät abends, sieht das eigentlich immer gleich aus, denn wir haben Aktivität brutalst nach oben gefahren und die Kalorien auch anständig weggeschnitten. Ich werde auch jetzt ab heute nochmal selber ein bisschen nachjustieren, einfach weil ich Angst habe, dass es nicht passt. Nach dem Aufstehen ist immer das allererste, was wir tun, weil es da bei mir am ersten hängt, ist der erste Haxen-Check. Schauen, wie die Haxen on fleek sind. Dann folgt beim Gang zum Kaffee der zweite Haxen-Check in einem anderen Licht, um wieder zu schauen, ob die Haxen on fleek sind. Dann geht's weiter, dann wiege ich mich, was aktuell so immer so ein bisschen der größte Struggle ist, weil immer wenn die Waage nach unten geht, bin ich gut gelaunt. Wenn die Waage nicht nach unten geht, bin ich scheiße gelaunt. Also erstmal entleeren und dann saftig, frisch und nackt auf die Waage stellen. Und heute war mein Gewicht ein bisschen gestiegen. 81,2. Das tiefste vor 2 Tagen waren 80,85. Also stand jetzt immer noch gute 5 bis 6 Kilo über Wettkampfgewicht, was 3 bis 4 Weeks out natürlich schwierig sein könnte. Danach gibt's Kaffee und Pre-Cardio-Subs. Und zwar haben wir da einen anständigen Cocktail aus HBN Fire-Up, aus L-Carnitin und Koffein. Dann wird erstmal der erste Kaffee des Tages genossen. Raus an die frische Luft, im Moment ist ja gut warm und erstmal eine frische Luft schnabbeln und einen Kaffee inhalieren. Dann geht's für mich 60 Minuten aufs Fahrrad bei einer Herzfrequenz von irgendwas zwischen 125 bis 140 sogar. Meistens pendel ich mir so im 133, 35er Bereich ein. Boah, diese Stunde Cardio am Morgen, die ist echt relativ lang. Und danach, weil ich mir auch zusätzlich zu 2x Cardio am Tag und sämtliche Aktivität mitnehmen, die geht, ein tägliches Schritteziel gesetzt habe, geht es nochmal für so 15 bis 20 Minuten schon mal aufs Laufband. Bei locker mittlerem Schritttempo, sag ich mal, machen wir ungefähr immer so in 10 Minuten ungefähr 1000, 1100 Schritte. Also kann man das relativ gut takten, was dann am Ende des Tages halt auch noch getan werden muss. Dann gibt's Frühstück. Rezept kennt ihr, ist auch so die einzige Mahlzeit, die unabhängig vom Arschlochtag, und gestern war Arschlochtag, immer dieselbe ist. Zum Glück, das ist nämlich auch die geilste des Tages. Da gibt es für mich die Carb-arme Variante und für meine Freundin die Carb-erhöhte Variante. Ganz easy gemacht, schmeckt abartig gut. Yo, für uns geht es jetzt ins Studio. Wir werden nämlich die Beinchen trainieren, auch an einem Feiertag. Nur etwas ungewohnt für mich. Ich habe die Anordnung bekommen, meine Beine nicht mehr komplett zu zerstören. Wenn ich die letzte Beineinheit zurückreflektiere, da haben wir wirklich trotz kaum Energie und gerade so aus dem Auto raussteigen immer noch geschafft, 150 auf 3 Sätze für 8 Wiederholungen zu beugen und danach noch ein 120er Drop mit 15 Reps, wo ich sehr stolz drauf bin, aber muss natürlich schon schauen, dass man jetzt auch gerade, wenn man so massiv anzieht, regenerativ da hinterherkommt, ne? Was wir genau angezogen haben, was wir genau noch anziehen werden, wenn es weiterhin nicht so will, wie es soll, werdet ihr nach dem Training erfahren. Ansonsten versuchen wir noch ein paar coole Shots für euch zu filmen vom Training. Aber das Ganze halten wir heute ein bisschen kürzer, denn irgendwie fehlt mir so ein bisschen was, wenn dann auch Intensität wegbleibt, ne? Let's go! I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your lossy. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, took until I have everything I attack, everything
Beste. Wahrnehmungstaub, ganz komisch. Dann ist mein einer scheiß Kopfhörer noch aus, also der ist an, der andere nicht. Fühlst dich wie in der vierten Dimension. Furchtbar. Weil ich immer weiß, wenn ich hier Satz gemacht habe, dann gibt es einen Schluck leckere Yummy EAAs von Peak. Es ist echt, wenn du dir die Süßstoffe raushaust und dann halt auch kein Zero-Getränke mehr trinkst, ist so der süße Geschmack vom EAA mächtig, dächtig, brutal. Na, der ist eh lecker. Jetzt mache ich nur noch Isos, kein Dampf mehr da. Ich merk's auch. Ich meine, vielleicht ist es auch so eine Kopfsache, wenn du weißt, du sollst mal nur Dreiviertelstank fahren, dass dann automatisch nur Halbtank geht oder so, keine Ahnung. Tschüss. Boah, ey, die letzte Woche war ja schon hart. Ich habe 2 Kilo runtergeholt. Ich merk's. Uff. Weiter geht's. Deep up in my mind, I'm manifesting. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Post-Workout, eine gute Ladung Ashwagandha Pro. Wir haben noch einen Elektrolyte-PH-Komplex drin, Kurkumin, Molybdän, Boa, Mangan, Post-Workout-Submische und hier natürlich die letzten Carbs, die bleiben, Reisflocken mit Whey. Und da bin ich immer sehr, sehr erfinderisch, was man so alles am Whey mixen kann. Ne? Werde ich mich gleich noch entscheiden müssen. Für die Dame gibt es ein bisschen mehr. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, was ihr zur Form sagt, wie ihr sie findet. Beziehungsweise ich blende euch auch hier mal noch die Formcheck-Bilder von gestern, also vom Sonntag ein. Auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie es ihr zur Form sagt. 3 weeks out, ich bin nicht zufrieden, deswegen ziehe ich jetzt ein bisschen an und hätte normalerweise nach dieser Mahlzeit, also eine Stunde später, nochmal eine Kohlenhydrat-Mahlzeit mit 50 Gramm Reis. Auf den werde ich wohl verzichten, mir anstelle dessen fürs Volumen ein bisschen Feldsalat gönnen. Diese Entscheidung habe ich übrigens heute Morgen getroffen, weil mein Gewicht heute Morgen halt wieder, wie ich vorhin gesagt habe, ein klein wenig, minimal nach oben gegangen ist. Die Reisflocken lassen wir jetzt hier ziehen und da haben wir eine massive Auswahl, denn ein Whey, das ich ultra geil finde, ohne Scheiß, ich bin nicht Veganer, aber das Vegan Protein hier in Black Forest Cake, also was ist das, Schwarzwälder Kirschtorte oder so, keine Ahnung, Schoko und Kirsche. Ich schwör's euch, das ist brutal. Ist so gut, dass ich mir noch 3 weitere vegane Geschmacksrichtungen probiert bestellt habe. Hatte schon mal anderes veganes Protein, war immer so mehlig und bin jetzt nicht
abhängig von veganen Proteinen, aber der Geschmack fand ich interessant. Und der Nougat-Geschmack, den finde ich auch interessant, deswegen haben wir den auch noch bestellt. Und noch Blaubeere auf Empfehlung von jemandem von Instagram. Und ich mische immer so 2-3. Smooth Vanilla, eine sehr, sehr gute Vanille. Isolat Peanut Chocolate Chip, eine sehr, sehr gute Peanut Chocolate Chip. Und mein All-Time Favorite, aber den möchte ich mir noch so ein bisschen aufheben irgendwie. Mein Cinnamon Sugar Rice Pudding, aber ich glaube, da wollen wir auf jeden Fall mindestens 10 Gramm davon rein. Dann 10 Gramm Chocolate Chip und 10 Gramm Vegan Protein. Das ist eine stabile Mische. Dieses Bällchen 30 Gramm und der 10. Und deswegen sind wir auch auf die 10er Variante gekommen. 10 Gramm Cinnamon Sugar Rice Pudding, 10 Gramm Chocolate Chip, 10 Gramm Vegan Protein. Baby, welches Whey Flavor willst du? Vanille. Ja. 30 Gramm. Ja. Alright. Und zu guter Letzt gibt's einen stabilen Zimtteppich. Bitteschön. Dankeschön. Bon Appetit. Schön. Nächstes Meal, liebe Freunde. Normalerweise die Mahlzeit mit Reis, also die Post-Post-Workout-Mahlzeit. Aber ich habe mich dafür entschieden, den Reis wegzulassen, dafür eine zweite Salatmahlzeit mit ein paar Garnelen zu integrieren, danach 125 Gramm Hühnchen und 200 Gramm Brokkoli, wobei ich glaube, ich mache da immer so ein bisschen absichtlich weniger rein, damit ich noch 2-3 Mal einen Salat greife. Und dann hat er auch Props gegeben. Steps, steps, steps. It's all about the steps. Every day I'm doing my steps. I hate it so much. Aber wenn die 10.000 nicht auf der scheiß Uhr draufstehen, dann haben wir es nicht gemacht. Keine 10.000 draufstehen, gehen ins Bett. Ich würde sagen, wir machen gleich mal hier eine Kampfansage ready, oder? Sollen wir uns anmelden? Nur noch 10, 15 Minuten und dann machen wir das Ding fertig und dann gibt's kein Zurück mehr, Baby. Kein Zurück. Alright, Freunde, es ist getan. Es gibt kein Zurück mehr. Anmeldung ist durch. Wir sind 3 weeks out zur GNBF. Ja, Real Talk, Freunde, das war wirklich nicht so extrem klar gewesen die ganze Zeit, denn wie anfangs erwartet und auch schon mal erwähnt, verlief und verläuft diese Prep nicht so wirklich nach Handbuch und nicht so wirklich optimal. Deshalb möchte ich euch einen kurzen Überblick über den Stand der Dinge geben und warum das auch so ist. Stand heute sind wir satte 6 Kilo entfernt vom letzten Stage Weight im Oktober 21. Ja, vielleicht habe ich es geschafft, tatsächlich etwas Muskelmasse aufzubauen, aber die Waage spielt einem eben Streiche. Sie ist als Bodybuilder so ein bisschen ein Teufel und ein Segen zugleich, denn sie gibt dir einmal halt wirklich gute Richtwerte und zum anderen macht sie dich halt echt kirre, wenn es nicht so läuft wie erwartet oder extrem schwankt. Und das ist bei mir halt wirklich saumäßig extrem, weil ich teilweise von 1,5 bis 2 Kilo pro Tag mich nach oben, nach unten bewege, was immer so ein bisschen auch motivationstechnisch ist, so, du rackerst dich hier ab und irgendwie kommt nichts so. Ja, aber letzten Endes entscheidet die Optik und optisch bin ich der Meinung, dass ich im Vergleich zum letzten Mal, was den KFA angeht, halt auch etwas hinterherhinke und deshalb zählt aktuell wirklich so jeder Tag und jeder Tag ist so ein bisschen wie ein Sprint, muss man wirklich sagen. Das ist faktisch die schwierigste und härteste, die in meinem bisherigen Natural Bodybuilding Leben. Ich will diesen Kampf annehmen und gewinnen, mich selber besiegen, entgegen alle Regeln irgendwie das Ganze schaffen, weil ich einfach nicht so der Typ bin, der sich was vornimmt, aber dann irgendwie abbricht. So, da habe ich keinen Bock drauf, ne? Ich will meine Ziele erreichen und das, was ich mir selber auch vorgenommen habe, einfach schaffen. Daher habe ich in den letzten Wochen massiv angezogen. Wir haben die Activity extrem hochgefahren. Wir haben Kalorien runtergeballert, obwohl sie sowieso schon nicht so wirklich so arg hoch sind. Ihr wisst ja, ich muss da immer so ein bisschen tiefer gehen als andere anscheinend. Ihr wisst, wir haben alle 3 Tage den bekannten Arschloch-Tag vom Coach verschrieben bekommen auf satte 720 Kalorien. Auch die anderen Tage war jetzt mit 1700 nicht mehr so viel drin. Dennoch habe ich selber nochmal so ein bisschen nachgezogen. Also wer meine Instagram-Stories verfolgt, der wird wissen, dass wir sehr, sehr viel auf Cardiogeräten rumballern. Weil auf der Waage halt einfach auch wirklich so sehr, sehr langsam bzw. sehr wenig oder gar nichts passiert ist. Ich meine, natürlich können auch immer andere Dinge passieren. Keine Ahnung, du wirst krank oder irgendwas passiert. Du kannst halt einfach nicht starten. Aber ich möchte auf jeden Fall, auch wenn es so die härteste Diät meines Lebens ist, halt wirklich in den Spiegel schauen können und sagen, ey, egal was ist, du hast alles in deiner Macht Stehende getan, was du tun kannst und noch
und noch viel mehr. Also, und du kannst dir, egal was passiert, ob die Platzierung schlecht wird, ob die Form nicht passt, auch wenn sowas, du kannst es dir einfach nichts vorwerfen. So. Und deshalb werde ich bis zum letzten Tag kämpfen. Es würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du hier weiter mit mir am Ball bleibst, das Ganze verfolgst, ein Abo dalässt, denn es ist schon extrem, was so auch der Support von euch, egal ob in den YouTube-Kommentaren oder auf Instagram, was das einem so auch gerade einen kleinen Kanal wie meinen einfach so für einen Support gibt, gerade in der Nische im Natural Bodybuilding. So. Deswegen würde es mich auf jeden Fall mega, mega freuen, wenn ihr mich auf der Reise ein bisschen pusht mit einem Abo, mit einem Like, mit einem saftigen Kommentar, auch wenn es nicht hier der tolle, ja, du bist toll Kommentar ist, kein Problem. Einfach ehrlich sein und dann habe ich auch vielleicht morgens was auf dem Fahrrad zu tun, wenn ich Kommentare beantworten darf. Jo, das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz loswerden. Jo, wirklich nochmal danke für den ganzen Support hier auf YouTube. Das pusht wirklich extrem und dafür haben wir auch, wie gesagt, für nächste Woche ein geiles Video in der Pipeline, wenn alles klappt. Also auf jeden Fall ein Abo dalassen, einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Das nächste Video auf keinen Fall verpassen, denn es wird wirklich special und so ein bisschen auch Fanboy-mäßig für mich und ich vielleicht auch für euch. Und auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, was so passiert die nächste Zeit. Jo, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleib gesund, bleib stabil und